Tommy hier von Race2Go. Dies ist ein Nachruf an Götz W. Werner, meinen ersten Firmenchef. Und ich möchte euch in diesem Video aufklären darüber, warum die Firma Race2Go ist, wie sie ist und was das ganz viel mit Götz Werner zu tun hat. Also bleibt dran. Dieses Nachrufvideo hat mich lange beschäftigt, ob ich es mache, ob wir das machen, ob die Firma Race2Go das macht. Die Lehren, die Götz Werner der Welt gegeben hat, die viel zu wenig verbreitet sind, beschäftigen mich aber so sehr, dass wir den sehr traurigen Anlass nehmen, um Abschied zu sagen und uns vor allem aber auch zu bedanken für die Lebenszeit. Der Götz Werner war mein erster Chef. Götz Werner ist Gründer von DM Drogeriemarkt in Karlsruhe und hat vor vielen, vielen Jahrzehnten eine mutige Entscheidung getroffen, ein Unternehmen zu gründen, das so ganz anders ist wie die, die es am Markt gibt. Und sowohl für Kunden, Mitarbeiter, auch Lieferanten, ja, die Teil des Prozesses sind einer Wertschöpfungskette, hat er es geschafft, eine Menschlichkeit aufzubauen in einem ziemlich normalem Umfeld, normales Geschäft. Und ich muss einfach sagen, ich bin so stark geprägt durch DM Drogeriemarkt und eben auch Götz Werner und auch beeindruckt von ihm zu Lebzeiten gewesen, dass mir das extrem wichtig ist, euch mitzugeben, was mich beschäftigt. Und der für mich viel zu frühe Tod von Götz Werner hat mich gestern erreicht und schockiert und mitgenommen, sodass mir das extrem wichtig ist, das jetzt aufzunehmen und nicht in Vergessenheit gerät. Weil jetzt ist es auf YouTube, jetzt habt ihr die Möglichkeit, es zu sehen. Warum gibt es mein Unternehmen? Was hat mich dazu bewogen, dieses Unternehmen zu gründen? Und was hat es mit Götz Werner zu tun? Und mich eben damit auch zu bedanken und auch zu verabschieden. Was wirklich krass ist, weil zu wenig Mut gefasst. Eigentlich wollte man mal Kontakt aufnehmen, ne? Und mal so fragen, hey Götz, wenn man so ein Unternehmen aufbaut, ich stehe jetzt hier und hier, so und so stelle ich mir das vor, bin ich auf dem richtigen Weg und jetzt kann ich nicht mehr fragen und das ist scheiße. Ja? Also Leute, wenn ihr was im Kopf habt und Mentoren findet habt, fragt sie einfach. Legt los, zögert nicht lange. 2004 war ich fertig mit der Lehre. 2001 habe ich bei DM Drogeriemarkt angefangen, mit 15,5, 16 Jahren eine Ausbildung zu machen und habe dieses Unternehmen ganz krass anders kennengelernt, wie man so über Unternehmen in der Zeit gesprochen hat. Ne, ist halt ein Arbeitgeber, kommen halt die Brötchen her am Ende des Monats. Und schon in der Ausbildung hat man so viel Verantwortung bekommen über alle möglichen Projekte und die Zwischengespräche. Klar, in so einem großen Konzern hast du nicht jeden Tag mit dem Big Boss zu sprechen, ja. Aber ich glaube, in den ersten paar Wochen hat mir meine damalige Ausbilderin gesagt, du, beim Götz Werner müssen neue Kabel verlegt werden. Oh Gott, ich weiß das noch. Ich war nervös ohne Ende, bin dann in das Büro und habe einen ganz, ganz herzlichen Menschen kennengelernt, der gefragt hat, oh, was machst du denn so? Und in der IT drüben, bei Filia Data, wir kosten immer einen Haufen Geld, die Jungs, ne? Und total den Anti-Chef kennengelernt, ne? Also wirklich, der hatte gut zu tun. Ich habe dann halt meinen Job gemacht und es war aber total eine herzliche Stimmung. Man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man da jetzt mega stört oder dass ihm total zuwider ist, dass das in der Arbeitszeit gemacht wird, ne? Und jetzt nicht mitten in der Nacht oder am Wochenende, ne? Wenn er mal nicht da ist, ne? Und war total cool. Und über die vielen Jahre, zuletzt war ich im Management tätig und habe dort natürlich mehr Kontaktpunkte gehabt, ihn auch öfters sprechen hören, als jetzt die Jahre davor. Und diesen Grundsatz, der Mensch steht im Mittelpunkt, Punkt. Die DM-Leute wissen, was ich jetzt meine, ist so essentiell für uns alle da draußen. Es gibt so viel Hass, so viel Krieg da draußen und so viel Neid, Missgunst, so viel Unerlebtes, so viel Unerledigtes. Und diese Unternehmenskultur hat es geschafft, wirklich aus einem sehr zögerlichen, ich weiß noch, meine erste Präsentation,
Das ist eine Katastrophe ohne Ende und trotzdem immer wieder das Zutrauen bekommen in dem Konzern und zuletzt dann wirklich Verantwortung für ein Team von über 20 Mitarbeitern bekommen. Wahnsinn. Einfach danke, Werner. Danke für diese tolle Unternehmenskultur, die auch elementar ist für unser Zusammenleben. Und das würde ich mir wirklich wünschen, wenn eins hängen bleibt, dass der im Drogeriemarkt als Konzern und als unternehmerisches Idealbild für andere und auch die Gesellschaft dient. Und die letzten Bemühungen von Götz Werner, die Gesellschaft in ein bedingungsloses Grundeinkommen zu gestalten, ist das, was ich hier bei Race2Go jeden Tag merke. Durch eine unternehmerische Tätigkeit kann man Menschen befähigen, ihre Träume zu verfolgen und ihre Ziele zu erreichen und ihre Idealvorstellung eines Arbeitgebers zu finden. Und das Thema Grundeinkommen würde alle dazu befähigen, zu überlegen, wirklich aus dem tiefsten Herzen, was möchte ich mit meinem Leben machen? Das Leben ist verdammt kurz. Ist wirklich schade, dass das so früh von uns gegangen ist. Und ich hätte mir gewünscht für ihn, für die Familie, dass er über 100 wird oder 150, keine Ahnung. Das wäre wirklich schön gewesen und mehr Bücher, mehr Inhalt zu lesen. Wir haben unten, und es wird gespendet, was da an Affiliate-Einnahmen reinkommt, die Bücher von Götz Werner verlinkt, das bedingungslose Grundeinkommen, Managementbücher. Kauft die euch, lest die durch. Vor allem, wenn ihr Führungsverantwortung habt, vor allem, wenn ihr im Berufsleben steht. Und auch mein Vater liest nie ein Buch, der hat es auch gelesen und hat wirklich gesagt, das war wirklich mal ein Buch, das wirklich extrem gut ist, auf den Punkt gebracht ist, kein Geschwafel und wirklich die Dinge herumdreht, die Dinge anders zu sehen. Und das ist was, was man bei DM lernt, Dinge anders sehen. Und wie ich eingangs sagte, den Kunden, die Mitarbeiter, die Lieferanten, also die Menschen, die mit einem arbeiten, als Ganzes zu sehen und nicht als notwendiges Übel. Ja? Und man sieht es, wie viel Hass von Unternehmen auf Kunden zuteil ist. Das sieht man hier auf YouTube, die Kundenstories. Da fängt wirklich bei mir, also es ist wirklich schwierig, deswegen machen wir das auch nicht. Wir haben nur tolle Kunden, ja, wir haben auch mal schwierige Kunden, wir haben auch mal Kunden, die wir nicht bedienen können, weil wir das passende Angebot nicht haben. Und das ist okay, das ist völlig fein und davon darf man sich auch nicht irritieren lassen. Natürlich kann man sein Angebot erweitern, das werden wir auch dieses Jahr tun. Da wird für euch was auf den Markt kommen, was es so auch noch nicht gab. Da sind wir jetzt gerade in der Vorplanung, in der Projektierung. Dominik ist da ganz dran an der Kamera, hinten dran mit involviert. Und diesen Content werden wir auch liefern. Das heißt, ihr werdet immer 100%ige Transparenz bekommen. Und das war bei DM Drogeriemarkt auch so, dass alle gesagt haben, das könnt ihr doch nicht machen, DM Drogeriemarkt. Ihr könnt doch nicht den Kunden ein Preisschild, das seht ihr jetzt noch, wenn ihr beim DM seid, seht ihr diese Preisschilder. Da steht immer dran, was das pro Einheit kostet. Das heißt, pro 100 Milliliter, pro Kilo, pro Tab zum Beispiel bei den Spültabs. Und somit habt ihr die totale Transparenz zu vergleichen, was kostet mich Produkt X, was kostet mich Produkt Y. Es gibt nur Fünferpreise, ja, dass der Kunde das einfach leichter rechnen kann. Und es wird auch immer abgerundet. Wirklich so, es wird immer abgerundet. Und es sind lauter so Themen, wo Götz Werner anders gesehen hat und anders initialisiert hat. Und dieses anders herum, das hat mich so beschäftigt und das wirklich Ganze zu sehen. Wie funktioniert der Mensch und was möchte der Mensch? Und das ist genau das, was ihr hier erhaltet bei Race2Go. Das hat mich wirklich mit ein paar anderen Unternehmenspersönlichkeiten dazu bewogen, 2017 dieses Unternehmen zu gründen und euch eine Plattform zu bieten, absolute Transparenz beim Autokauf zu haben, absolute Transparenz in den Prozessen, absolute Transparenz, was ihr hier kauft. Und sowas gab es oder gibt es nicht. Wir telefonieren jeden Tag mit anderen Mitbewerbern da draußen, aber es sind keine Mitbewerber, sie haben halt ein anderes Geschäftsmodell. Wir sind, denke ich, Europas krassester Automobildienstleister, der maßgeschneidert euch Fahrzeuge zur Verfügung stellen kann.
Und das, was wir tun und wie wir es tun, das kann kein anderer kopieren. Da müsstet ihr echt lange bei der M-Drogeriemarkt gearbeitet haben und diese Managementphilosophie mit der Muttermilch quasi aufgesaugt haben. Und das hat Götz W. Werner geschafft, ein Unternehmen zu schaffen, wo so junge Menschen wie ich wirklich so viele Jahre, 14 Jahre arbeiten können und sich weiterentwickeln können. Und natürlich auch an einen Punkt kommen, wo sie sagen, okay, ich glaube, ich gründe mal mein eigenes Unternehmen. Und es war mit ein bisschen zeitlichen Abstand. Ich war noch in der Unternehmensberatung, um einfach mal zu gucken, was sonst noch so für Unternehmen gibt und habe eben auch da festgestellt, mein Gott, der Götz Werner hat so einen klasse Job gemacht. Es gibt so viele schlecht geführte Unternehmen da draußen. Ja, habe ich keine Lust zu, ich gründe mein eigenes. Ja? Schaut ihr mal auf den Kanal, das sind die Videos oder wir machen einen Link rein, wie hier alles losging. Mir ist ganz wichtig, euch mitzugeben, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass er da vielleicht auch wirklich zuhört. Also ist echt eine krasse Persönlichkeit gewesen, es geht mir auch sehr nahe. Ja, prüft, mit wem ihr arbeitet, prüft, mit wem ihr zusammenlebt, prüft euer Umfeld, mit wem ihr tagtäglich zu tun habt. Sorry. Und guckt halt, dass ihr Mensch bleibt. Ja? Und wenn uns das gelingt, dann haben wir alle eine gute Zeit. Hier kommen schon die nächsten Kunden. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Schaut in die Bücher rein, ja, lest die. Und ja, an alle Unternehmer da draußen, guckt, dass ihr eure Mitarbeiter gescheit führt. Macht es. Ciao, Tom von Race2Go.